Ein Wunder ist geschehen. Wahnsinn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV, das Unboxing einer Märklin-Lok 39187, eine BR218. Ich halte sie in Händen. Und Märklin zeige ich den Vogel. Genau, genau. Ja, was will der Scheiß? Ich habe diese Lok bestellt bei Märklin. Da konnte man sie noch gar nicht bestellen. Das muss man sich mal geben, ja? Da hat die Servicedame gesagt, ja, die ist jetzt erst frisch angekündigt, wir können noch keine Bestellungen annehmen. Da sage ich, natürlich, ich Händler, hier, Bestellung annehmen, aber zackig. Dann ging es weiter, ja. Mir bestellt und bestellt und bestellt und bestellt. Dann ruft Märklin an. Ja, Entschuldigung, diese Stückzahl können wir nicht liefern. Hä? Ja, warum nicht? Ja, weil wir nicht so viel Kontingent insgesamt haben. Nee, das darfst du nicht lügen. Ich bestelle als erstes, ohne dass es geht. Und dann wissen sie schon nach meiner Bestellung plötzlich, dass es kein Kontingent hat. Ja, wie geht denn das? Wen will Märklin verarschen hier? Katastrophe! Na, kein Wunder, dass jeder zu Pico rennt, ja? Genau das ist das Problem an Märklin. Und wenn ihr eine Lok mit Pico zusammen macht, um vielleicht euren Arsch zu retten, na, tut mir leid, dann müsst ihr die Märklinisten nicht verärgern, ja? Es kann nicht sein, dass ich als Märklin-Fahrer als fast letzter diese neue Lok bekomme und hab sie als erster bestellt, bevor sie überhaupt rauskam, ja? Wir haben uns beschwert bei Märklin und beschwert und immer hat es geheißen, ja, unser neues Auslieferungslager in Sonneberg, das hat einen neuen Lagerplatz. Wen wollt ihr verarschen? Ja? Also entweder liefere ich die Ware aus, dann brauche ich gar keinen Lagerplatz. Ja? Oder ich liefere sie nicht aus, weil ich die Kunden verbrellen will, die Händler in dem Sinn verbrellen will. Ja? Dann brauche ich Lagerplatz, genau, dann. Und dann frage ich mich auch, warum bekommen die ganzen Online-Händler zuerst diese Lok? Genau, genau. Das könnt ihr mal in einem Video bringen und dazu Stellung nehmen, ja? Nicht dilettantisch zeigen, wie man Weichenantrieb verbaut, ja? Das ist wichtig. Das ist Geschäftspolitik. Zeig doch mal, warum in Sonneberg so eine Lok 6 Wochen liegt. Auf ihrem Lagerplatz. Das würde mich mal interessieren, ja? So läuft es auf jeden Fall nicht. Ja, bei allen anderen. Den zeige ich jetzt mal, was die Lok kann. Ja, dann wollen wir mal auspacken. Das gute Stück hier. Mal schwer eingepackt. So, was haben wir hier oben? Diverse Zurüstteile und natürlich die Schneeräumer für vorne und für hinten. Also für den roten Bereich und für den grauen Bereich. So. Dann wollen wir sie mal rausholen. Kann sich gar nicht trennen. So, ja, ich muss mir mal den Platz machen hier. Wieder eine schöne BR218 in unserem Bestand. Das einzig Schöne, ja, wirklich tolle Lok. Mit Lokführer. Allerdings, ja, der Lokführer auf der falschen Seite, denn normalerweise fahren ja die Schleifer nach vorne.
Und hier haben wir eben den Lokführer und den Märklin-Aufdruck. Und hier eben den Pico-Aufdruck, aber kein Lokführer. Ja, schön oben, Lüfter, super erkennbar, zwei Abgasstutzen dran. Und auch von unten sehr schön bedruckt. Gefällt mir, ja. Ja, dann zeigen wir mal, was die Lok kann. Alles. So, dann gehen wir mal auf die Funktionen der Lok ein. Unter F0 haben wir Spitzensignal, Schlusslicht rot. Also fahrtrichtungsabhängig drei weiße oder zwei rote. F1, Führerstandsbeleuchtung. Ja, kann man sehen. Ist natürlich dann fahrtrichtungsabhängig. Unter F2 haben wir das Betriebsgeräusch, da kommen wir später dazu. Unter F3 Geräusch Signalhorn. Unter F4 ABV aus. Unter F5 Geräusch Bremsen quietschen aus. Unter F6 Spitzensignal Führerstand 1 aus. Unter F7 Geräusch Rangierhorn. Unter F8 Rangiergang und Rangierlicht, das heißt Doppel-A und Langsamfahrt. Unter F9 Spitzensignal Führerstand 2 aus. Zack, da ist aus. Unter F10 Geräusch Lüfter. Unter F11 Geräusch Schaffnerpfiff. Unter F12 Geräusch Kompressor. Unter F13 Geräusch Pressluft ablassen. Unter F14 Geräusch Sanden. Unter F15 Geräusch Bremsen quietschen an. Unter F16 Geräusch Doppelhorn. Unter F17 Geräusch Führerstandstüre schließen. Unter F18 Geräusch Schmierpumpe. Unter F19 Geräusch SIFA-Alarm. Unter F20 Geräusch Diesel nachfüllen. Unter F21 Geräusch ankuppeln. Und unter F22 Geräusch abkuppeln. Ja, das waren die einzelnen Funktionen und Geräusche. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu F2 Betriebsgeräusch.
Ja, da sind wir am Ende vom Unboxing der BR218 aus dem Werk Cottbus, die ja in Zusammenarbeit, wie gesagt, mit Märklin Pico entstanden ist. Und ja, die wird bei uns jetzt den Autozug ziehen. Genau. Habt ihr gesehen? Kurze Aufnahmen. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, wenn ich auch etwas mal ausgeflippt bin am Anfang im Video. Aber wie gesagt, das musste mal sein, weil so kann es ja nicht weitergehen. Ne? Ich hoffe trotzdem, ihr gebt einen Daumen nach oben und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Ja, seid gespannt, was da kommt. Ne? Und wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren und ihr seid immer up to date informiert. Bleibt gesund, bis dahin viele Grüße, euer Markus und tschüss.